Hallo YouTube, wie geht's euch? Ich habe heute eine neue Kamera hier für euch und zwar die Sigma FPL. Dank Foto Frankenberg in Essen, lieber Martin Krause, vielen Dank dafür, dass ich die testen darf. Habe ich die Kamera für eine Woche bekommen und konnte damit ein bisschen rumspielen und ich muss sagen, es hat schon Spaß gemacht. Ein bisschen was dazu will ich euch einfach mal erzählen. Will nicht zu sehr auf die Details, auf die technischen Details eingehen. Das könnt ihr hier alles auf der Internetseite mal selber nachlesen. Ist der Nachfolger der Sigma FP. Das L ist dazugekommen. Das steht für Large, weil das Ding hat 61 Megapixel. Ist also wirklich sehr, sehr hochauflösend. Also da kann man wunderbar Fotos machen und kann reinkroppen. Da ist immer noch alles knackescharf. Ich zeige euch das auch nachher mal mit ein paar Beispielfotos, wo ich also wirklich krass reingezoomt habe. Und das ist wirklich erstaunlich, was da immer noch bei rauskommt. Okay, bei 61 Megapixel auch nicht wirklich verwunderlich jetzt. Sigma wirbt dafür. Ich habe mir hier so ein bisschen was aufgeschrieben. Weltweit kleinste und leichteste spiegellose Vollformatkamera, muss ich sagen. Ich glaube, damit haben sie recht. Ich habe die mal neben meine Leica M gehalten. Vom Gewicht muss ich sagen, kommt das ungefähr hin. Aber die ist noch mal wesentlich kleiner. Also selbst als eine Leica ist die noch mal kleiner. Also das heißt schon was. Die ist fast so groß hier. Ich habe hier die kleine Sony ZV-1, womit ich normalerweise vlogge. Also vom Body her, hier ist jetzt noch dieser Viewer dran, also den müsst ihr euch eigentlich nochmal wegdenken. Dann ist das Ding so groß und die Sony ist, naja, das sieht jetzt, also ich würde sagen, gleich groß. Das ist schon cool. Hat den L-Mount, also alle Variabilitäten, die der L-Mount bietet. Ich kann da also Leica-Gläser, Sigma-Gläser, Panasonic-Gläser über Adapter noch vieles, vieles andere ranmachen. Hier hat mir der liebe Martin jetzt ein Sigma 35-2.0 mitgegeben. War jetzt auch nur zum Spielen. Auf das Objektiv kam es mir jetzt gar nicht so an. Mich hat einfach tatsächlich mal die Kamera interessiert. Sehr, sehr wertig verarbeitet, muss ich sagen. Vom Menü her, also auch von der Gestaltung der Tasten wirklich komplett anders. Also ich habe hier oben habe ich den Einschaltknopf. Hier habe ich einen Knopf, da schalte ich einfach nur zwischen Foto und Video hin und her. Den Record-Button für Video und den Auslöseknopf, ein paar Drehknöpfe. Und hier unten habe ich verschiedene Einstellungen. Da kann ich also so Color-Profile einstellen, kann also Einzelbild, Serienbild und so weiter einstellen. Habe hier relativ normal zu einer normalen Kamera. Sie liegt, also ich habe sehr große Hände. Es gibt noch optional dazu einen Handgriff, den habe ich jetzt aber nicht dabei. Ich denke mal, der wäre für meine große Hand sicherlich ganz sinnvoll, weil sie ist schon arg schwer und bisweilen bin ich auch beim Halten hier oben an diese beiden Knöpfe rangekommen und habe also irgendwie dann da was verstellt, ohne es zu merken. Da muss man also schon ein bisschen aufpassen. Was Schönes, dazu gibt es hier diesen, der heißt, wie heißt der denn? Der elektronische Sucher EVF11. Der wird hier an der Seite an die Kamera rangeklemmt. Das ist, habe ich auch vorher gelesen, das ist ein bisschen tricky. Das stimmt auch. Wenn man das allerdings zwei, dreimal gemacht hat, dann ist das ganz okay. Da ist so eine blöde, was heißt eine blöde, da ist so eine, wo diese Anschlüsse drunter sind, das ist halt mit so, ja, mit so Gummideckeln verschlossen und da muss man komplett umklappen, um das Ding überhaupt da ranzukriegen. Dann wird das mit so einem Rädel hier rangeschraubt. Und dann kann ich aber wunderbar hier, der ist um 90 Grad schwenkbar und dann kann ich also wirklich hier reingucken und kann also hier auch aus tiefen Perspektiven Fotos machen. Das ist also wirklich schön. Der ist sehr groß, also 3, was habe ich mir aufgeschrieben? 0,5 Zoll OLED, 3,68 Megapixel. Also da sieht man schon ganz einiges. An der Seite hat man auch noch mal Klappen, da kann man also noch weiteres Zubehör anschließen. Dachte erst, die hat einen Klapp,
Display, aber das habe ich irgendwie wohl falsch gelesen. Also die Dateien haben ungefähr 80 Megabyte pro Bild. Also das ist schon ganz gewaltig. Also, aber wie gesagt, da steckt natürlich auch eine ganze Menge drin und ja, man kann da schon einiges bei rausholen. Was auch schön ist, ich kann die also per USB-C laden. Ich kann sie auch per USB-C an eine Powerbank oder sowas anschließen. Also im Grunde genommen habe ich unbegrenzte Stromversorgung. Ich kann das auch während ich fotografiere, während ich Videos drehe machen und habe das Ding quasi immer am Strom, lade sie gleich damit auf. Ich kann sie auch über ein USB-C-Kabel als Webcam umfunktionieren. Auch eine ganz coole Geschichte, wer es braucht. Ja, dieses Reinkroppen bis zu fünfmaligen Zoom kann ich also auch schon während der Aufnahme einstellen und kriege also wirklich da noch gigantische Qualität bei raus. Der Autofokus ist, ich finde, ist so ein Hybrid-Autofokus, Mischung aus Kontrast- und Phasen-Autofokus. Ich finde den schnell, ich finde den gelungen. Ja, es könnte immer irgendwie ein bisschen zügiger sein, ist jetzt aber nicht irgendwie aufgefallen. Also ich habe sie jetzt nicht in wirklich Lowlight ausprobiert. Da weiß ich jetzt nicht, wie sie da performt. Das hängt da sicherlich dann auch ein bisschen von dem Objektiv ab, was man vorne drauf hat, wie lichtstark das ist. Ja, was ich wie gesagt schön finde, wie gesagt, ich mache ja nur Fotos, ich mache auch Videos. Dieses wirklich ganz einfache Umschalten vom Cine auf den Still-Modus hier oben, das ist super. In dem Moment habe ich auch die entsprechenden Menüs dort verfügbar für den Part, was ich eben gerade brauche. Was auch schön ist, die Akkus. Ich glaube es zumindest, dass die Akkus baugleich sind BP51. Die gibt es in irgendwelchen anderen Kameras auch. Ich glaube in Fuji-Kameras, wenn mich nicht alles täuscht, sind die auch drin. Also das sind dieselben Akkus. Ich hatte hier noch zwei rumfliegen und habe irgendwie gesehen, die sehen ja identisch aus und habe den anderen mal reingesteckt und der passte. Und ich glaube, das ist von der alten Fuji-Kamera, die ich hier noch irgendwo mal hatte. Ich mag auch, genau wie bei einer Fuji, ich mag auch diese Farbprofile, die hier voreingestellt sind. Manche mögen das nicht, die machen das dann halt in einer Postbearbeitung. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Und da gab es wohl immer schon mal welche. Diesmal sind also noch welche dazugekommen. Duotone, Powder Blue. Powder Blue wirklich toll, so ein leichter Blauschimmer im Foto. Es gibt, wie gesagt, noch einen Handgriff, den man dazu montieren kann. Wie gesagt, ich kann hier vorne alles Mögliche an Objektiven ranpacken. Wie gesagt, von teuren Leica-Gläsern also alles, was der L-Mount bietet und über Adapter. Sind ja dann auch Canon-Gläser und so weiter adaptierbar. Ich liebe natürlich meine Leicas und ich habe wirklich zum Vloggen habe ich wirklich meine kleine Sony. Also dafür würde ich jetzt nicht upgraden. Sie ist natürlich auch ein Stück weit teurer. Ich glaube, sie kostet 2.300 Euro. Der Body, gut, dann hat man natürlich noch das ein oder andere Objektiv dazu. Dieser elektronische Sucher hier kostet extra. Also ich denke mal, dass man da mit ein, zwei Objektiven auch irgendwo bei 3.500 Euro landet. Das muss dann jeder selber entscheiden, ob es einem das wert ist. Wie gesagt, ich wollte es euch mal hier so ein bisschen zeigen. Ich zeige euch jetzt einfach noch ein paar Fotos, die ich damit gemacht habe. Und dann schaut einfach mal selber. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Kamera findet, ob ihr die schon kennt, ob euch das Video natürlich gefallen hat. Wenn ja, bitte Daumen hoch, Kanal abonnieren. Schaut auch mal auf die Seite von Foto Frankenberg in Essen, ein alteingesessener Fotoladen in der Essener Innenstadt. Ganz toller Laden, ganz tolles Team. Danke dir nochmal, Martin. Und freut mich, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!